Ja, ja, gewonnen. Leistung geschafft. Beeindruckt war gefährlich. Bestimmt. Ne? So, Glückwunsch. Der Anfängerstart ist kein Problem. Nein, ich ändere den nicht mehr. Ich habe es einmal auf Amateur gehauen und nein, das mache ich nicht. Ich meine mal, klar, einige werden es langweilig von euch finden, aber ich bin da jemand, der, wenn er spielt, dann lieber auf Anfänger spielt. Das, Gott, ich will euch ja nur die Story zeigen. Ich will ja nicht, dass ich spiele ja nicht online oder was weiß ich, richtig eine Season oder so. Ne? 3, 4 Tore, 5 Tore, 5x 2000, also, schön. Aber ich bin immer noch nicht bei, Mann, ich bin immer noch nicht bei der Startelf dabei. Was soll das? Ich will doch nur zur Startelf. Meine Herren, das gibt's doch nicht. So, 9-1 gegen Leicester. Und Mr. Alexander hat das richtig gut gemacht. Hashtag LFC, Hashtag UN, we are. Und morgen Kate, Ashley, Corti. Das Beste am heutigen Spiel war das Tor von Mr. Alexander. Der Nachwuchs macht das schon. Ja, würde ich auch sagen, ne? So, da habe ich jetzt 3 Skillpunkte. Das heißt, ich kann mir hier... Was? Antritt. Höchstgeschwindigkeit. Beschleunigt den Spieler. Dieser umfasst die Höchstgeschwindigkeit. Warte mal. Also das erhöht die Energie gegen Spielende. Das fehlt dieser, um Höchstgeschwindigkeit zu erhöhen. Ja, Höchstgeschwindigkeit würde ich sogar sagen, ne? Dass wir sagen, okay, machen wir mal Höchstgeschwindigkeit. Und weiter. Trainingstag mit Schießen. Okay. Schießen wir mal eine Runde, ne? Schüsse müsste ich ja eigentlich hinkriegen. Eigentlich. Betonung auf eigentlich. Okay, Jungs, legen wir los. Jupp. Weitschüsse. Auswärts. Kopfbälle und Weitschüsse. Okay. Ja, okay. Versuchen wir es. Ah, scheiße. Gleich auf Anhieb verkackt. Auf Anhieb verkackt. Alter! Nee, also neu versucht. So. Einfach. So. So. Zack. Und zack. Und zack. Zack, exzellent sogar. Batz. Zack. Schönes Ding. Weiter. So, Kopfbälle. Also antippen. Antippen. Was? Warte mal. Bewegen und Schuss. Das und antippen das. Flach. Schuss oder Dings Ball abschirmen. Ach du Scheiße, das kriege ich bestimmt nicht hin. Alter, gar nicht nett. Bartz.
Rückwärts. Gott. 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 Das überfordert mich gerade. Es überfordert mich gerade. So leicht. So leichte Überforderung. Schönes Ding. Nochmal. Bats. Komm, von wo? Scheiße. Noch mehr Einsatz. Zack. Zack. So. Versuche ich das einfach mal. Na komm. Ja. Okay, komm. Zack. Fupp. Na komm. Come on. So schön. Zack. Naja, ich krieg nichts Besseres hin. Wird zwar wieder schlecht fürs Klöppchen sein, aber ich krieg da ja nichts Besseres hin. Scheiß Dreckstraining, bin ich ganz ehrlich. In mancher Hinsicht ist das scheiße. Ja, natürlich. Die ganze Zeit spiele ich so gut, trainiere so gut, weißt du? Nichts. Kein Stückchen weiter nach oben. Kaum mache ich mal ein D rein, haut er mir gleich komplett die Scheiße rein, weißt du? Gleich die Hälfte des ganzen Teams weg. Des ganzen Dings weg, echt. Ich habe Mr. Alexander noch als Junior gesehen. Guter Mann, aber nichts Überraschendes. Hoffentlich liege ich falsch, aber ich fürchte nicht. Hashtag Rats. Diese Woche steht also der 17-jährige Mr. Alexander im Team. Tja, Autofahren kann er, darf er noch nicht.
Schnauze. Er soll mir mal Spielzeit geben. Dann, also nicht auswechslungsmäßig, sondern richtig voll dabei Spielzeit, weißt du? Aber nein, Walker kriegt die Spielzeit. Gott, kotzt einen nur noch an hier. Ach Gott. Ich darf am Ende nur wieder das Spiel retten. Wisst ihr? Also wirklich, Klopp, das geht gar nicht. No go. Weißt du? Ich darf am Ende so eine letzte halbe Stunde noch das Spiel retten. Etwas weniger als 30 Minuten auf der Uhr. Zeit für einen Wechsel. Hunter kommt rein. Und er kommt in ein Spiel, 8-0, das eigentlich schon für zwei Liverpool Chancen ist. Raus, mindestens zwei sehen, Chancen rausholen. Wie Alex und Hunter jetzt zurechtkommt in dieser Partie. Das Spiel gewinnen. Milner. Macht er ihn! Ja, natürlich. Walker macht ihn. Alter Walker, was. Ich will nochmal. Mann. Ja klar, Walker, hier komm. Komm. Ja, kommt Leute. Die sind richtig gut drauf. Ist mir egal. Weiteres Tor. Und der Gegner muss jetzt aufpassen, muss dass ich ihm auf, das hier nicht komplett das entgleicht. Muss ich spätestens zeigen, jetzt das wird eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Kommt Leute. Da trennt er ihn fair vom Ball. Danke. Und jetzt muss ich zeigen, dass ich gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Und jetzt der Schuss. Ah, Scheiße. Da gut gemacht. Komm. Hier. Eckstoß. Gott, komm. Gib mir den Ball. Lukas Leiva jetzt. Hallo. Werner. Leute, gibt's jetzt die Gelegenheit? Natürlich gibt's die Gelegenheit. Und jetzt die Chance. Die nutze ich auch. Alexander Bam. Macht das Tor. Tor. Geht doch. Ich nutze die Gelegenheit. So. Ja. Das ist große Klasse, wie er das Tor hier macht. Und dafür ist er ja bekannt, ein absoluter Edeltechniker. Eine einseitige Angelegenheit. Das Danke. Drückt auch das Ergebnis aus. Und jetzt die Chance. Da. Oh, Bam. Da Doppelpack. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. Natürlich. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt ganz steht's bitter. 5-0. Ganz bittere Nummer. Souverän, er hat den Ball. Souverän. Na, geht doch gar nicht hier. Leute, der Ball gehört mir. Meiner. Steht mein Name drauf. Steht Alexander drauf. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Ja, ist mir doch relativ. Solange ich spielen darf, ist mir das doch relativ alles. Lass Alexander jetzt. Ruhe. Alter, geht gar nicht. Die Fans haben sich das heute auf jeden Fall anders vorgestellt. Buschi. Ja, Wolf, das so. Ist Schockstarre hier im Moment. Selten, dass es so leise ist. Alter, lass da geht doch er dazwischen. Mal. Gott. Alex Hunter. Er zieht ab. Gott. Das war nix. Der Schuss geht schlechter Versuch rüber. Sogar noch. Alter, du Hund. Du Hund. Das war der beste Schuss deines Lebens. Und dabei spiele ich schon besser als jetzt jeder andere im Team. Jetzt vielleicht. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Zack. Da passt er auf. Ah, Scheiße. Klein. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Schießt er ihn rein. Bald schon wieder weg. Gut gemacht. Ach komm, Leute. Und jetzt ist der Ball geklärt. Kommt schon, Leute. Und er gewinnt den Zweikampf. Danke. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. 9 Minuten? Scheiße, eine dann muss ich mal. Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Richtig Gas geben. Alter, das gibt's doch echt nicht. Meine Fresse, du kleiner und jetzt Hund. Jetzt wird's Einwurf geben. Komm hier. Werner. Spiel nach vorne. Komm. Alex Hunter.
Alexander, mit dem genau. Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Das geht er rein. Komm, Leute. Ich muss die Chancen nutzen, die ich habe. Jetzt vielleicht mal Alexander. Jetzt vielleicht. Er trifft die Latte. Gibt's doch nicht. Warum? Oder kann er klären? Die haben doch die Latte locker 10 Meter tiefer gesetzt. In der regulären Spielzeit. Gott. Ja, dann holt euch doch den fucking Ball. Meine Fresse, was ist denn daran so falsch sicher zu vom Torwart. Gut gemacht. Falsch zu verstehen? Länger nichts passiert und viel wird auch nicht mehr passieren. Dafür war der Spielverlauf zu eindeutig. So, meiner. Jetzt lasst mich in Ruhe. Alter, fickt euch doch. Und jetzt ist es vorbei. 5-0. Scheiß Wichser, echt. So ein scheiß Wichser ein. Ja, FC Arsenal. Ja, fickt euch. Geht Klinken putzen. Meine Fresse. Meine Fresse. Gott. Ja, ich weiß, ich rage gerade ein bisschen rum. Entschuldigung, Leute, aber das muss jetzt gerade mal sein. Ich muss mal runterkommen irgendwie. So. Fusa. So, was haben wir denn da? Mr. Alexander durfte beim 0-5 Sieg gegen Arsenal auch mal ein bisschen mitspielen. Hashtag LFC, Hashtag UNWA. Toll, Tor, Alexander, 17 Jahre alt, jawohl, Mr. Alexander. Okay. Dann machen wir noch ein bisschen Training, dass wir da noch ein bisschen besser werden. Gott. Was haben wir denn Schönes da? Was für ein schöner. Dieses Team spielt als Einheit. Präzisionsbälle. Und das Kernelement ja, von Top Teamwork sind tolle Pässe. Lasst uns komm, die Ballverteilung weiter. Trainieren, okay? Alter. Vier, du ziehst mir jetzt noch. Natürlich zieht er mir wieder was ab. Ey, dieser Hund. Gott, Leute. Bringt das Simulieren ja gar nicht wirklich was. Weil im Grunde nur Zeitersparnis, aber sonst auch nicht. Gott, fünf Dinger. Ich habe Mr. Alexander noch als Junior gesehen. Guter Mann, aber nichts Hervorragendes. Hoffentlich liege ich falsch, aber ich fürchte nicht. Hashtag Rats, Hashtag LFC. Mr. Alexander, wir glauben an dich. Wir haben schon immer an dich geglaubt. Du hast jede Spielminute redlich verdient. Wichtiges Spiel dieser Woche. Mal sehen, ob Mr. Alexander auf dem Angebot ist. Ja, nein. Ich will nicht beenden. Gott. Nein, will ich nicht. Aber okay. Mal schauen, wie viel Spielzeit ich kriege. Ich schätze mal gar keine. Also ich schätze wirklich auf null. Aber naja, mal schauen. Natürlich wieder auf der Bank. Ich spiele so hervorragend, weißt du? Und was ist? Er sieht es nicht mal. Er sieht es nicht. Und als würde ein Klöppchen hier ein bisschen an die Eier an der Eier spielen und gut ist. So, eine Vorlage, 8 Dings und gewinnen. Ja, klar. Naja, eine Vorlage würde ich hier ungern machen wollen, sondern wirklich zeigen können. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Komm. Ich sehe achso, das ist mein Tor. Es gibt gleich Upsala. Beinahe Eigentor gemacht. So, erstmal nach vorne. Jetzt, ist mir Alexander. Egal.
ist mir Hunter. Alter, das gibt's doch nicht. Ich hab gar nur angetippt und er ist zu hoch geflogen. Das gibt's doch nicht, echt. Ja, danke. Zack. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Alex Hunter. Danke. Alter, du Hund. Lass mich in Ruhe. Du auch. Lass mich in Ruhe. Jetzt vielleicht. So. Tor. Bam. Alexander. Da ist das fucking Tor, was ihr haben wollt. Keine Überraschung so. Für mich, dass sie hier getroffen haben. Für dich, Buschi? Nee, ganz so gar nicht, Wolf. Sie sind besser im Spiel und hatten ja schon einige wirklich gute Gelegenheiten. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Danke. Und jetzt Hunter mit dem Ball. Jetzt vielleicht. Zack, zweite Tor. Doppelpack. Bats. Er trifft zum zweiten Mal in dieser Partie. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Livermore. Dawson. Nein. Nimmt euch den Huddlestone. Ball ab. Klasse Technik. Danke. Alexander jetzt. Er versucht. Da passt der Torhüter auf. Gar keine Gefahr hier in der Situation. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Geil, einmal zurückgepasst und bam. Das Tor dann eigentlich nur noch vor Sache. Er ist heute richtig gut drauf. Erstmal Torwart verarscht und dann. Das ist doch schön. Voll den Torwart verarscht. Geil. 5-1 jetzt also der Spielstand. Entschuldigung. Jetzt ist es natürlich leicht, das so zu sagen, aber den Spielverlauf hatten wir so erwartet, ne Buschi? Ja, bin ich bei dir. Ganz ehrlich, es gibt natürlich immer wieder mal Überraschungen im Fußball, aber an einem normalen Tag sind sie einfach das bessere, das auch individuell stärkere Team und das zeigen sie heute. Alter, du. Gute Freistoßposition, das ja, ist eine gute Chance. Schönes Ding. Die Unterbrechung nutzt er jetzt. Es kommen zwei frische Kräfte. Da habe ich Freistoß. Hi. Sehr gutes Abspiel. Jetzt hat er die Chance. Macht er ihn. Bam. Dreierpack. Tor. Hunter macht das dritte. Den bekommen sie heute überhaupt nicht in den Griff. Was für eine Leistung. Und mit dem Tor ist der Dreierpack perfekt. Richtig starkes Spiel. Sie bekommen ihn nicht wirklich in den Griff. Schönes Ding. Torreich und einseitig. So kann man das Spiel bisher zusammenfassen. 6-1 jetzt. Zap. Danke sehr. Das könnte eine Gelegenheit werden. Könnte nicht nur. Es wird eine. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Er kann nicht schießen. Na toll. Legt sich den Ball hin. Gleich kommt die Ecke rein. Danke. Alexander. Jetzt müssen sie aufpassen. Er rennt nach vorne und er schießt. Und Tor. Bats. Das war's. Und wieder trifft er. Ein überragender Auftritt bisher. Es geht alles bei ihm. Ja, es geht auch alles. Ich meine mal, hallo, ich habe hier locker die meisten Tore in der Premier League. Hier rein. Eine geholt. Absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Na komm. Da
Das könnte die Chance werden. Nimmt ihn den Ball ab. Bald schon wieder weg. Gut gemacht. Danke. Alex Hunter. Komm, 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 komm. Tricksen wir dann ein bisschen die Leute aus. Und jetzt ein Schuss. Super gemacht vom Torwart. Gute Idee. Versuch den Doppelpass. Ah, scheiße. Alexander im Abseits. Im Abseits, scheiße. Ach Gott. Komm, 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 Leute, komm. Ah, scheiße. Okay, zu viel dazu. Milner. Lukas Leber. Komm. Alex Hunter. Und da ist das Spiel vorbei. Und damit werden sie hier erlöst. Sie hatten eigentlich das ganze Spiel über keine Chance. Natürlich hatten die keine Chance. Das war heute doch eine ziemlich einseitige Angelegenheit. Ja, und vor allem, weil sie bis zum Schluss konzentriert weiter nach vorne gespielt haben. Das muss man ja auch erstmal so umsetzen. So, 2,0 besser. Die Vorlage habe ich geliefert und gewonnen. So. Jetzt, Alex. Glückwunsch. Schwierigkeitsgrad Ermittlung deaktivieren. Dann nervt er mich hoffentlich nicht mehr. Ich bleib auf diesem Schwierigkeitsgrad, bis ich sage, ich freiwillig sage hier, ich schraub den hoch. Meine Güte. Ja, ich weiß, da könnt ihr mich haten, wie ihr wollt. Ich bleib da. Ich bin schlecht in FIFA an sich und dementsprechend will ich euch ja sowieso nur diese Story zeigen, weil ich Lust drauf habe und es ist halt ein Wochenendprojekt. Ein bisschen habe ich schon mal bekommen, ein bisschen. Aber es reicht immer noch nicht für die Startelf. Warum? So, aber ich würde sagen, das war es erstmal für diese Woche mit FIFA 17 The Journey. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Wochenende wieder ein, wenn wir dann weitermachen. Und ja, mal schauen, wohin der Weg uns führt. Ich hoffe, in die Startelf. Also, tschüss, ciao, euer Livers. Freude und Tänz und Time.